willkommen zurück zu einer neuen Folge Micro. Ne, auf Microhase TV. Meine Güte, ich bin schon so durch den Wind. Es wird so Zeit für Urlaub. Apropos Urlaub, heute ist letzter Tag oder vorletzter Tag. Ist ja Donnerstag heute. Morgen ist Freitag, das ist für mich letzter Tag. Und dann heißt das für mich ab in den Urlaub. Der Sonne hinterher. Nö, nicht der Sonne. Aber auf jeden Fall freue ich mich schon so unendlich auf meinen Urlaub. Dies wird alles ganz, ganz toll nett und alles wunderbar. Das heißt, in den nächsten zwei Wochen bekommt ihr leider keine Folgen zu sehen von dem ProTrain Perfects oder dem Microsoft Train Simulator. Eis wird sich natürlich darum kümmern, dass ihr trotzdem ein paar Videos habt, die ihr gucken könnt, selbstverständlich. Jetzt Philipsheim, okay. Wir sind schon bei 139, weil es kommt der nächste Bahnhof von uns. Mal gucken, Speicher liegt bei 142. So, 80. Dürfen wir jetzt gleich. Und ja, dann heißt es erstmal, wie gesagt, von mir erstmal zwei Wochen lang keine Folgen, keine Livestreams, nichts. Das heißt, ihr habt mal zwei Wochen Bio frei. Oh, da könnt ihr denn dem Heiko und die Petra ein bisschen unterstützen. Und natürlich dem Ice Dragon. Allerdings, wie gesagt, auch in dieser Zeit kommen keine Folgen von dem Microsoft Train Simulator oder vom ProTrain Perfect. Wie gesagt, ich mach das mal wieder Eis und sag jetzt einfach mal Pustekuchen. Jetzt haben wir so viele Folgen aufgenommen, so viel gemacht und getan, dass ich mir jetzt wirklich sage, wir machen Urlaub an der Nordsee, mach Handy einfach aus und dann war's das. Kennt ihr wahrscheinlich selber. Wenn ihr mal Urlaub habt, dann wollt ihr auch mal richtig Urlaub haben und nicht irgendwen, ne? Und so wird's bei mir dann auch sein. Kommt da gleich wieder Bahnhof. Speicher. Oder ist es kein Bahnhof? Verehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Speicher. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Doch. Linke Seite, okay. 1,43. Ist ja eh 60 jetzt hier. Müssen wir eher so ein bisschen runterbremsen. Ratsch. Gut. 1,42. Wohl bei 1,43,5, ne, war's. Also können wir ruhig die Bremsen lösen und können den jetzt ausrollen lassen. So, und damit sind wir in Speicher angekommen. So. Nein. Okay. Ist geglückt. Ah, Türe auf. Das war's. So, somit sind wir in Speicher. Ja, leider sieht man es hier oben nicht so wirklich. Schade. Okay.
So, pünktlich angekommen und pünktlich abgefahren. So, jetzt haben wir eine ganze Weile nichts. Na. Mann, toll. Kordel ist das nächste, wo wir halten müssen. Soll man denn da sein? Kordel. 57. Ja, werden wir wohl nicht schaffen in dieser Folge. Werden wir wohl abspeichern, denn und das dann natürlich den nächste Mal weitermachen. Genau, aber wie gesagt, wo bin ich eigentlich stehen geblieben? Urlaub. Da werde ich mich halt wirklich mal für 2 Wochen einfach mal zurückziehen. Ah, mir einfach mal so ein bisschen, ja, mich erholen von den ganzen. Auch YouTube, wenn du das 3 Jahre machst, weil sonst hatten wir ja immer, wenn wir Urlaub gemacht haben, trotzdem mal für euch Videos aufgenommen und haben gemacht und getan, ne, damit ihr trotzdem was zu sehen habt. Und ja, das werde ich diesmal wohl nicht machen. Werde mir einfach mal so ein bisschen. Eis macht's ja auch nicht. Also, der sagt ja dann auch, den hat er Urlaub. Und ist richtig, ist richtig. Dann wollen wir auch die 70 hier versuchen schon zu halten. Die 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 Ja, und ja, auf jeden Fall werden wir dann natürlich nach dem Urlaub an dieser Stelle direkt dann wieder hier ansetzen und werden dann weitermachen. Und werden dann mal gucken, dass wir auch die Berliner S-Bahn dann natürlich dementsprechend wieder weitermachen. Mich interessiert halt so wirklich, wie gefällt euch denn jetzt ein Brotrain Perfect mittlerweile? Also jetzt habt ihr das ja mit der S-Bahn gesehen. Man kann da auch eine richtig schöne Großstadt bauen. Oder wenn man jetzt hier halt diesen ganzen. Die Strecke jetzt hier zum Beispiel sich anguckst, ist da doch schon irgendwo was Besonderes. Ich meine, diese Woche endet ja auch Brotrain 2 für den Microsoft Train Simulator. Da haben wir ja nochmal die Kurve bekommen und konnten dann nochmal von Leipzig nach Riesa fahren mit einem IC. Dadurch, dass wir ja den RE nicht fertig machen konnten, weil ja wahrscheinlich Dings krumm gesponnen hat. Olle. Sag schon, diese Software-Dings da, jetzt fällt mir der Name echt nicht ein. Meine Güte, Alzheimer, alter Falter. Das darf nicht wahr sein. Open Rails und. Oh, was ist jetzt los? 60? Uiuiui. Was ist jetzt los? 40? Was ist denn hier los? Ja, das tut mir natürlich leid. Toll, jetzt ist 80. Habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass hier 40 ist. Naja, da steht's aber. 40. Da. Stand leider da, Bio hat nicht aufgepasst. Oh, schäm dich. Schäm dich. Was ist los mit dir? Ja, schon. Ich habe heute die ganzen Folgen jetzt aufgenommen. Also für die vergangenen Wochen. Also diese Woche und die letzte Woche. Jetzt alle Folgen jetzt aufgenommen. Microsoft Train Simulator, ProTrain Perfect. Und morgen geht es dann weiter. Halt, also für mich morgen. Für euch ist dann schon Freitag. Und dann heißt es, Bio ist kurz vorm Urlaub. Muss ich denn halt den Fernbus-Simulator aufnehmen, wo jetzt der neue DLC rausgekommen ist, Österreich, Schweiz.
Und Omsi, da wollen wir uns die Karte Grefrath anschauen. Mal gucken, ob ich die besorgen kann. Ob ich mir diese besorgen kann, damit wir die noch fahren, bevor ich in den Urlaub gehe. Ich wollte jetzt nicht schon wieder X10 machen. Krass. Das ist ein bisschen sehr heftiges Gefälle hier. Wenn du die ganze Zeit nur auf der Bremse stehen musst. Absoluter Wahnsinn. So, 70. Dürfen wir hier. Ja. Ach, Mensch. Das waren jetzt dann aber auch wirklich vier aufgenommenen. Ja, man glaubt es nicht, ne? Das ist. Aufnehmen kann doch manchmal echt. Ich habe mir erst überlegt gehabt, ob ich stattdessen einen Livestream mache, dachte mir so, aber nö. Ich habe genug zum Aufnehmen, gerade wie gesagt, wenn wir denn in den Urlaub wollen und alles sowas, möchte ich denn gerne Zeit lieber dafür nutzen, wenn ich dann schon mal ja, krank zu Hause bin, dass ich dann hier auch die Folgen aufnehme für meinen Urlaub bereits. Didi. Ich finde, man kommt ja auch richtig gut eigentlich hier ohne diese ganzen Hilfemenüs aus. Ist ja beim Train Simulator ja mal so ein bisschen so, na, nicht so ganz funktioniert. Funktioniert hier echt gut halt auch schon alleine dieses Ebola-System, ja. Dass das halt anzeigt, alles. Du hast halt bei dem Microsoft Train Simulator halt immer ständig in den Handbüchern halt dieses, die Fahrpläne dabei, ja. Also praktisch wird das, was das Ebola-System halt anzeigt, hast du da halt in Textform enthalten. Das kann man nehmen, aber es, ja, weiß ich nicht. Weiß nicht, warum ich das nicht mache. Das sollte ich vielleicht mir zukünftig mal aneignen. Das ist nämlich zum Beispiel bei Zusi ziemlich geil. Du kannst du das halt separat auf dem zweiten Bildschirm einblenden lassen, damit das halt nicht die ganze Zeit ist. Aber warum nicht so wie hier? Ja, dass es dann hier einfach hier mit integriert ist halt. Das ist doch schon ziemlich geil, dass das funktionierte. Das Ebola. Schon brauchst du halt nichts mehr extra, ja. Du hast da alles drauf, was du wissen musst. Ja, und das funktioniert halt dann auch. So, 152. Das ist leider nicht unser Bahnhof. Na komm. Ah, jetzt lädt er gerade ziemlich viel. Ganz schön rum, wa? So, 80. Wir wollen natürlich hier auch weiterhin pünktlich sein. Wir wollen jetzt hier nicht
jetzt die Grafik angucken. Boah, hat jetzt hier oft. Muss er hier oft nachladen? Rennt da irgendwas? Sieht so aus, wa? Da brennt doch was. Also eine Fabrik ist da nicht zu sehen. Warte mal. Dies will ich mir gerne angucken. Ja, guck mal hier. Das ist ja mal interessant. Oh, komm. Fährt gerade die Feuerwehr raus. Das ist ja geil. Brennt hier gerade ein Haus. Hier sind die ganze Feuerwehr. Hier unten die Leute. Und wir hier. So, das ist doch ein geiles Bild, wie der Zug hier gerade dran vorbeifährt. Aber kommt mir hier vielleicht noch ein bisschen näher ran. Nee, so ist schon ziemlich cool, wenn man das so macht. So, richtig. Siehst du da hinten schön, wie es da brennt und so. Das sind so diese kleinen Feinheiten, ja, die sie cool gemacht haben. Wie gesagt, die Feuerwehrautos da mit dem Blaulicht und alles was, klar, die fahren jetzt natürlich und löschen jetzt nicht, aber diese Idee einfach, ja, das so zu machen, das ist schon ziemlich cool. Gefällt mir. Top. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Spielerlitze hier. Ist schon hinten Feuerwehrleute drin oder was? Ja, aber ihr Lieben, ich würde sagen, tatsächlich, wir machen hier an dieser Stelle Schluss. War ja nochmal ein kleines Highlight jetzt zum Ende der Folge. Wie gesagt, ich bin jetzt für 2 Wochen nicht da, also bitte nicht fragen, wann die nächste Folge kommt. Sie kommt auf jeden Fall, wenn ich wieder aus dem Urlaub da bin, selbstverständlich. Dann halt wieder 3 Tage lang MSTS, 2 Tage lang Pro Train Perfect. Und wenn euch das natürlich hier alles gefallen hat, ja, dann unterstützt uns doch halt einfach mit einem Däumchen. Oder halt mit einem Kommentar von wegen, was ihr denn so toll findet hier bei uns. Und wollt ihr noch ein bisschen Geld loswerden, könnt ihr das natürlich über unser Tippi-Stream machen. Da auf den Donation-Button und dann könnt ihr da halt noch ein bisschen Geld da lassen. Wird natürlich investiert für neue Pro-Train-Addons und. Also, ihr schadet euch damit nicht selbst. ich wünsche euch auf jeden Fall schöne 2 Wochen. Erholt euch gut, auch wenn ihr arbeiten müsst. Vielleicht habt ihr ja auch, keine Ahnung, vielleicht habt ihr ja auch zufällig Urlaub. Und ich werde mir auf jeden Fall an der Nordsee definitiv, denke ich mal, viel, viel Spaß haben. Und wir sehen uns dann halt in Altersfrüche in 2 Wochen denn hier an dieser Stelle wieder. Sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und natürlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.